Ja, wir haben ja ein Leertaste-Item, also da gibt es eigentlich nur Leertaste-Items. Wir könnten uns, wenn dann noch, ja, vielleicht den Item-Habit holen, aber der bringt auch nicht so viel. Nicht mit dem, mit der Kerze. Ja, der Kompass, jawohl, das hat doch mal doch sich gelohnt. Ja, das war doch gar nicht mal so schlecht. Dann können wir ja immerhin, haben wir jetzt noch einen Kompass dazu. Dann sehen wir jetzt alle Räume oder die Position aller Räume, sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal verkehrt. So, dann den Boss haben wir ja besiegt. Dann können wir jetzt auch schon direkt in die nächste Ebene gehen. Ohne große Umwege hier. Zack. Reinhüpfen. So, und dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Das müssen wir uns merken. Diese Ebene kommt noch nicht Mutti. Sondern erst danach. So, und hier kommt auf jeden Fall ein richtiger Shop. Denn wir haben einen Mini-Boss-Raum. Das bedeutet kein Greed. So, hier kommt unsere Fackel wieder. Hoffentlich ein Schlüssel drin. Ah, schade. Paar Bomben. Zwar auch nicht schlecht, aber wir bräuchten jetzt eigentlich mal einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Was war ich denn? Was mache ich denn hier? Sehr gut. So. Den haben wir schön weggeklatscht. So, hier haben wir wieder einen blauen Stein, das ist doch mal schön. Und einen Kampfraum. Jawohl, und einen Schlüssel. Da, besser geht's noch nicht. Besser geht das nicht. Da können wir uns direkt den. Oh nein, eine Trollbombe. Jawohl. So, ein blaues Herz und der Schatzraum. Ja, gut. Also, dieses Item ist auch echt richtig mies. Es ist ein Kamikaze-Item. Wir fügen uns selber Schaden zu und fügen auch den Gegnern Schaden zu. Ja, ist ziemlich scheiße. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Den Kampfraum machen wir mal auf. Gerade mit der Kerze sollte das eigentlich gehen. Na komm. Wie gesagt, diese Viecher hier kann man echt ganz schön easy mit der Kerze töten. Echt eine übelste Erleichterung. So, was haben wir hier? Balls of Steel, jawohl. Hat sich sogar gelohnt. Haben wir noch zwei blaue Herzen bekommen durch den Kampfraum. Das ist doch mal schön. So, die Fistula kann man auch, wie gesagt, ziemlich easy töten. Wenn man dann ein, zwei Gegner getötet hat, sieht man ja. Kann man auch ziemlich leicht Schaden machen. Oh shit, das war nicht so cool. Ja, unsere Babys, die wir haben, also unsere Begleiter, die sind schon echt gut. Jawohl, wir haben endlich genug Münzen für den Shop diesmal. Unsere Begleiter sind auf jeden Fall schon nicht schlecht. Wir machen jetzt hier nochmal, gucken nochmal, ob hier ein Secret Room ist. Nope. Schade. Hätte ich vielleicht gedacht. Aber gut. Wir gehen mal weiter. Zack. Mit der Fackel kann man natürlich auch die Zombies easy töten. Das ist auf jeden Fall ziemlich easy. So, hier rechts ist ein Miniboss. Oh, ein Bettler. Ja. Ist die Frage. Machen wir lieber was mit dem Bettler? Ich glaube, wir machen lieber was mit dem Bettler. Denn wir können ja sowieso noch einen Secret Raum aufdecken. Einen Schlüssel gibt er uns sowieso noch. Sehr schön. Na komm. Gib uns irgendwas Tolles. Irgendwas. Ach, kein Herz. Komm schon. Ich gebe dir schon so viel Geld, damit du deine Familie ernähren kannst. Und dann gibst du mir nur so einen Müll. Der Hero Fund, ja, der ist doch schön. Zwei blaue Herzen. Aber ich will noch ein Podest-Item haben. Komm schon. So viel musste ich dir doch noch nie geben. Was ist denn los mit dir? Komm schon. Oh mein Gott, echt? Ernsthaft? Du hast jetzt echt so viele Münzen von mir verschluckt? Ach du Scheiße. Du kleiner Scheißbettler. Hätte ich nicht gedacht. Ah, immerhin hat's uns die Karte Hero Fund eingebracht. Ich hoffe, wir kriegen noch ja, den Secret Raum auf. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal weiter bei dem Bettler spielen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, der Secret Raum ist ein Boss. Okay.
Aber Super Greed ist gut. Super Greed droppt nämlich meistens Münzen. Ja, genau. 25 Penny ist sehr schön. Das heißt, wir können den Bettler füttern und sogar noch in den Shop. Jawohl, da hat er doch endlich unser Dogfood ausgespuckt. So, unser Dessert. Wir kriegen hier nochmal HP ab. Das ist schön. Und gehen jetzt nochmal hier. Einen Schlüssel brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wir gehen jetzt hier zum Shop. Shoppedidop. So, was haben wir hier drin? Mom's Coin Purse. Könnten wir mitnehmen. Wir haben noch einen weiteren Shop. Ist die Frage, nehmen wir das mit oder lassen wir das? Ja, ist die Frage. Frage über Frage. Nee, das ist mir zu risky. Mit Mom's Coin Purse habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Für alle, die nicht wissen, was das Item bewirkt. Wir spawnen 4 random Pillen. Und ja, da können welche mit guten Effekten dabei sein. Aber auch welche mit totalen Scheißeffekten. Und ja, das ist immer so eine Sache. Isaac's Fork brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, unsere Schüsse durchschlagen ab und zu Gegner. Zu einer gewissen Chance. Die Viecher sind auch ziemlich easy. Her damit. Ja, der bellt. Sehr schön. Speed up. Speed ist sowieso das, was wir noch ziemlich gebrauchen können hier. Wir sind nämlich noch ziemlich langsam. Und jetzt mit dem Speed-Upgrade ist das auf jeden Fall cool. Ich frage mich, ob es ein Item gibt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Item gibt, was unser Speed sofort auf Maximum setzt. Ich meine nicht. Oh, ist schön. Gish ist schön. Wenn wir jetzt noch einen dritten Begleiter kriegen würden, das wäre natürlich echt der Hammer. Gish ist natürlich auch nicht ohne. Sondern natürlich gucken, ob wir den hier irgendwie platt kriegen. Aber das sollte gehen. Ja, ab und zu hüpft er rum, spawnt dann so diese kleinen Viechers hier. Jupp, und wir haben ihn besiegt und wir kriegen Gish, jawoll. Little Gish. Ja, jetzt haben wir einen dritten Begleiter, der spuckt die ganze Zeit diese Slow-Kugeln. Die sind auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, jetzt machen wir auf jeden Fall schon richtig guten Schaden. Jetzt könnte man vielleicht sogar überlegen, ob man vielleicht, wenn wir jetzt nochmal die Chance hätten, ein Buch zu bekommen... Dann, ja, würde ich wahrscheinlich sogar lieber das Book of Shadows mitnehmen. Oder das Book of Revelations, je nachdem. Denn, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Warum lasse ich mich denn hier von der Fliege töten? Denn wir haben ja sowieso ziemlich viel Schaden jetzt inzwischen durch Autotext. Sprich, weil unsere Begleiter angreifen. So, wir machen mal einfach mal hier auf. Okay, schade. Da kam nicht das raus, was ich erhofft hatte. So, hier müssen wir aufpassen. Hier kommt ja die Mutti. Das heißt, da gehen wir noch nicht rein. Oh. Immer aufpassen hier. Vor den ekelhaften Fliegen. So, was haben wir hier? Eine Pille. Range up. Nawohl, sehr schön. So muss das sein. Der Penner. Gut, Schlüssel haben wir sowieso momentan nicht. Wupp. Wow, die halten ja eine Menge aus hier, die kleinen Spinnerboys. So, noch eine Bombe, sehr schön. Hier kriegen wir vielleicht nochmal einen blauen. Oh, zwei blaue sogar, zwei blaue Herzen, jawohl. Das ist doch mal cool. Sehr schön. Diese Viecher nerven übrigens auch extrem rum. Sehr gut. Vielleicht noch ein Schlüssel. Erstmal warten, bis die rote Grütze da weg ist. Ein Herz. Ja gut. Schade. So, ein Schlüssel für den Schatzraum haben wir ja schon mal direkt ready. Wir könnten nachher auch echt hier auf den Bettler drauf gehen. Scheiß auf die zwei halben Herzen, die wir dann Schaden bekommen. Ich denke mal, das werden wir auch machen. Denn so ein Bettler-Item kann man nie weglassen eigentlich. Das ist immer cool. Man sieht auch, der Gish ist schon echt cool. Also mit dem Slow-Effekt durch den Gish. Ja, das ist schon echt nicht schlecht.
Wenn wir natürlich jetzt noch 200 Mal getroffen werden, dann können wir uns das nicht mehr leisten. So, dann gehen wir jetzt noch nicht rauf. Zack. Ah, schade. Kommen wir nicht dran. Schade, schade. Jetzt haben wir seit langem mal wieder unser Item bekommen. So, das werden wir uns... Nein! Geh weg von mir! Oh mein Gott! Scheiß Begleiter, ey. Echt scheiß Begleiter. Oh, dieses Item ist so geil. Dieses Item ist so geil. Das Celtic Cross, ja, wenn wir Schaden bekommen, haben wir die Chance, den Book of Shadows Effekt zu bekommen. Ja, genau richtig gehört. Book of Shadows. Wir können unbesiegbar werden für kurze Zeit, ohne dass wir dieses Item besitzen. Das ist auf jeden Fall richtig pornös. So. Dann wollen wir mal gucken. Hier könnten wir noch was aufmachen. Zack. Erstmal alle weggesprengt. Wir wollten auf jeden Fall noch zum Bettler gehen, hatte ich ja gesagt. Das war ja so in Planung. Ah, shit, ey. Hätte mich gefreut, wenn ich jetzt den Raum hier geschafft hätte, ohne getroffen zu werden. Gut, dann gehen wir mal zum Bettler, würde ich sagen. Ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Kann er noch ein schönes Item droppen. Boah, kriegen wir echt ein ganzes Herzschaden. Okay, das war jetzt ein bisschen überraschend. Zwei Trinkets. Oh, wir können sogar durch die Schräge dadurch. Och, das wusste ich gar nicht. Scheiße. Gut, egal. Wir gehen jetzt nochmal hier in den Kampfraum. Na gut, das hat mich jetzt hart getrollt. Oh Mann. Oh. Schnelle Viechers. Schnelle Viechers. Jawohl. Nochmal ein paar Bomben. Sehr schön. Warum lege ich da eine Bombe hin? Holy shit. Naja, gut. So. Hier könnte vielleicht noch ein Sekretraum sein. Ein Sekretraum ist auch hier. Ein paar Münzen. Sehr schön. Wir könnten uns jetzt theoretisch... ja, wir können das jetzt ruhig noch mitnehmen, dieses eine Item hier beim Shop. Womit wir über kurze Abhänge drüber kommen. Das haben wir ja gesehen, da gab es dort... Yep. Die Karte können wir auch mal gucken, was ist da? Def. Ja, die Karte Def können wir auf jeden Fall mitnehmen. Macht Schaden an allen Gegnern im Raum. Können wir auch direkt bei der Mutter machen jetzt gleich. Erstmal hier diese kleinen Viechers töten. Zack. So. Gehen wir trotzdem nochmal hier oben lang. Werden wir hier eigentlich getroffen? Unser Demon Baby ist echt so strong. Ist echt ein übelst geiler Begleiter, ey. Da kann ich nur von schwärmen. Zack, hier können wir uns noch die Münze holen.